So, heute gibt es einmal aus dem Zillertal für euch daheim was mediterran angehauchtes. Wir machen uns eine Lasagne al Forno. Und was brauchen wir dafür? Natürlich, die Basis jeder Lasagne ist die Bolognese. Und mit der starten wir jetzt. Ich habe da schon einen Topf. Und da ist es wichtig, dass man am Anfang schon eine gute Hitze hat, indem man das Fleisch, wenn es da herschaut, dieses gemischte, faschierte, scharf anrösten, dass wir die ganzen Röstaromen drin haben. Da reicht schon. Ich habe ausdrücklich gesagt, gemischtes, faschiertes. Natürlich kann man da daheim auch, wenn einer sagt, ich will das nur vom Rind, dann macht das nur vom Rind oder nur vom Schwein, macht das nur vom Schwein. Nur für mich ist das gemischte, faschierte das Beste, weil es vom Geschmack her sehr, sehr saftig wird und einfach gut harmoniert. Schaut, das röst man an, relativ schnell. Man sieht schon, unten kann sich das ruhig ein bisschen ansetzen. Das ist ganz normal. Immer diese Aromen, die es da unten gibt, die Röstaromen, das sind gleichzeitig Geschmacksstoffe. Normal sagt man beim Kochen immer, alles was laut ist in der Küche, ist nicht gut. Stimmt, es soll nicht zu viel Hitze sein. Aber in dem Fall, wo man wirklich die Röststoffe rauskitzeln will, da brauchen wir unbedingt die Hitze. Was haben wir da? Butter. Ganz wichtig immer, was ist Bechamel? Eigentlich ja nur ein Gemisch aus Butter, Mehl und Milch. Bechamel. Und da werden wir die Butter reingeben, Schatz. Die lassen wir schön aufschäumen. Dann gibt man dazu ein bisschen Knoblauch. Das ist dann, wenn man die Lasagne isst, wenn das in der Mitte so rauskommt, das Weiße, und das verbindet dann dieses Cremige mit der Bolognese und den Nudelblätter, die wir heute natürlich schon fertig gekauft haben. Das kriegen Sie ja jeden Supermarkt. Die kann man dann so im rohen Zustand in die Lasagne einbauen. Aber das zeige ich eigentlich ja gleich. So soll das ausschauen, das Fleisch. Jetzt sieht man die ganze Flüssigkeit. Jetzt kann das Ganze schon wieder ein bisschen anrösten. Und jetzt geben wir dazu eine Zwiebel. Nicht zu wenig, ja. Bolognese lebt ja vom Geschmack der Gemüse. Rösten das nochmal kurz mit. Und auch die Kräuter. Das habe ich mir vorgeschnitten. Das könnt ihr mit der Hand vorschneiden oder mit der Küchenmaschine. Wie auch immer, was ihr daheim habt. Das ist Sellerie, Lauch und Karotte. Man sieht das schon, wie ich das geschnitten habe. Das muss nicht immer alles so gleich sein, sondern kann schon mal ein bisschen größer sein, weil ja das Gemüse hat ja eigentlich den kürzeren Garpunkt wie das Fleisch, und dann hat man ein bisschen ein Gespür vom Gemüse. Da schauen wir rein jetzt, man sieht schon, die Butter soll eigentlich nicht braun werden, ein bisschen stört uns das da nicht. Jetzt geben wir da dazu das Mehl, und jetzt bleibst du da dabei, schau. Das Mehl einrühren, ganz wichtig, umrühren, farblos, und dann mit Milch aufgießen. Das ist das Wichtigste. Das, da fragen oft die Leute, warum ist die Lasagne so cremig? Weil das liegt an dieser Bechamel. Das sieht man nicht zu viel. Jetzt muss das gut verkochen, dann ist dieser mehlige Geschmack nicht drinnen. Das muss kochen. Und dann werden wir das abschmecken. Im heutigen Fall geben wir einfach da rein. Ein bisschen Pulver, ein bisschen Salz, Pfeffer und Knoblauch. Knoblauch ist wichtig da drin. Schaut, jetzt durch das Aufkochen wird das dick. Genau so. Das muss gut durchkochen. Jetzt können wir wieder ein bisschen Milch nachgeben. Die Konsistenz, das sehe ich schon. Da braucht man nicht einmal ein Rezept. Das sehe ich schon daheim, wie diese Konsistenz der Bechamel sein soll. Da drin sind wir jetzt auch wieder so weit. Jetzt geht es so links und rechts. Da unten hingeschaut, da haben wir die ganzen Röstaromen. Haben einen Geschmack, da geben wir es jetzt rein. Und Knoblauch, und werden diese Bolognese schon fertig machen. Und was brauchen wir zum fertig machen? Tomatenmark, das drucken wir da rein, da bleibst du dabei. Schaut's her. Schön Tomatenmark rein. Gut tomatisieren. Durchrühren. So schön einrühren. Und jetzt noch geben wir dazu Tomaten, Pelati-Tomaten. Die sind geschälte, in Würfel geschnittene Tomaten in der Lake. Haben den Vorteil aus der Dose, weil die sind immer
vom Geschmack vollreif geerntet. Die schmecken das ganze Jahr gleich. Und die brauchen wir da drin. Jetzt rühren wir das um und können das aufgießen. Da nehmen wir jetzt einfach her ein Wasser, da gehen wir da rum. Wasser drauf, schaut's. Die Menge ungefähr 1 zu 1 oder 1,5 zu 1. Und dann lassen wir diese ganze Bolognese, die Fleischsoße, circa 50 Minuten auf mittlerer Hitze köcheln. Und wenn die so lange gekocht hat, 50 Minuten, gut abgeschmeckt ist, dann schaut sie dann so aus. Das ist wichtig. Wenn wir sie so machen und die fertig machen, dann können sie gleich servieren zu Spaghetti. Aber wenn wir für Lasagne vorbereiten und überkühlen lassen. Jetzt haben wir das fertig. Kommt die Bechamel, schau. Genau so schaut die aus. Fertig. Und dann gehen wir schon ans Zusammenbauen von unserer Lasagne. Ich mache ein bisschen sauber. Und dann seid ihr wieder bei mir. So, und jetzt werden wir das Ganze finalisieren. Man sieht schon, eine schöne Lasagneform, das hat sicher jeder daheim. Da wird sie was finden und da fängt sie an zusammenzubauen. Zuerst die Bechamel, jetzt geben wir drauf die Bolognese und jetzt ist wichtig, das Ganze richtig schön verteilen, dass der ganze Boden, das geht mit dem besser, Bechamel, erste Lage fertig. Jetzt geben wir drauf diese Lasagneblätter. Die gibt es überall im Handel. Die braucht man nicht vorkochen, gar nichts. Die drucken wir jetzt so ein, ein bisschen noch weg. So da. Hopp. Und dann das Ganze wiederholen. Wieder schön die Bechamel drauf. Bolognese. Und schön gleichmäßig verteilen. Das sind Kindheitserinnerungen. Haben wir früher immer gekriegt und das ist super, wenn ihr das daheim macht. Das kann man sich vorbereiten am Nachmittag. Am Abend, wenn die Gäste kommen, schiebt man die locker ins Rohr, 150 Grad eine Stunde. Währenddessen kann man ein bisschen Smalltalk machen, dann raus am Tisch und essen. Herrlich! Und wichtig ist, dass da jetzt, wenn man schaut, alles bedeckt ist. Die Nudelblätter, die müssen komplett bedeckt sein, dass sie nicht austrocknen im Rohr. Und jetzt drüber gehen wir mit einem Parmesan. Schau. Ah, richtig schön Parmesan drauf. Und dann bei 150 gehen wir um zum Rohr, schieben wir es gemeinsam rein. Und dann schaut es so her. Natürlich dauert die jetzt 50 Minuten bei 150 Grad. Und deshalb haben wir uns eine vorbereitet. Schau. Genau so soll die ausschauen. Daher, das ist eine Lasagne. Und wenn man die jetzt anschneidet, jetzt kann man sie natürlich ein bisschen überkühlen lassen, weil dann setzt sie das Ganze. Dann ist sie mit außen da. Aber wenn ich jetzt da hergehe und ziehe das aus, jetzt schau so eine, da müssen ihnen ja jetzt schon das Wasser am Mund zusammenrennen. Genau so. Lasagne, brennheiß ist, kann man ein bisschen ausgarnieren. Basilikumplattel drauf. So da. Und da müssen wir es probieren. Aber das ist heiß. Da kann ich nichts mehr sagen. Viert euch, bis zum nächsten Mal.